Ja, hallo und herzlich willkommen oder grüß euch miteinander heute aus meiner Heimat der Schweiz, wie man bei uns so sagt, oder hier im Speziellen in Zürich, wo man jetzt sagen würde, grüezi miteinander. Ich lade euch herzlich ein, mal auf der Stammstrecke von Zürich nach Bern zu fahren, wobei wir da nur bis Olten fahren werden und in diesem Fall von diesem Szenario auch einen Zug, der dann von Olten Richtung Sichsach-Liestal-Basel fahren wird, nämlich einen Euro Nightjet, den wir da von Zürich aus jetzt bedienen. Wie ihr seht, sind wir hier im Zürcher Hauptbahnhof noch in der Abstellung. Wir werden den Zug jetzt dann an den Bahnsteig bringen und die Leute einsteigen lassen. Und ja, ich bin gespannt, was uns alles erwartet. Ich würde sagen, wir gehen los und alles Weitere, wie bekannt, auf der Fahrt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann steige ich mal ein. Ich setze den Zug gleich zurück. Ich mache die V-Soll-Stellung noch etwas runter auf, ja, ich sage jetzt mal gut 20. Löse da die Bremse. Und dann schieben wir unseren Zug einmal zurück ans entsprechende Perron. Das ist also unser Nachtzug von Zürich Richtung Hamburg-Altona oder Berlin-Ostbahnhof. Ja, der Zürcher Hauptbahnhof ist der Knotenpunkt in der Schweiz überhaupt. Also das ist ein riesen Gleisgebilde hier. Und aktuell ist es so, dass da fast alle 25 Sekunden ein Zug eigentlich ein- oder ausfahren würde. Das heißt bis 3000 Zugbewegungen im Tag. Das ist eine Riesensache. Da sehen wir eine S-Bahn. Die kommt aus dem Löwenstraßen, Zürich Löwenstraße Bahnhof. Also Zürich ist ja eigentlich ein Kopfbahnhof und hat jetzt neuerdings eben auch Durchgangsstrecken, damit die Umsteigezeiten oder beziehungsweise die Umrangierarbeiten da wegfallen, auch für die Fernverkehrszüge. Die fahren meistens jetzt alle unten durch. Früher war es dann immer so, dass man da eben reingefahren ist, dann gut 10 Minuten warten musste, bis es dann in die andere Richtung wieder wegging, um das ganze Rangiermanöver zu machen. Ja, seit 1982 gilt ja in der Schweiz der Taktfahrplan und deshalb ist es ein wirklich interessanter Knoten gewesen oder geworden, der Zürcher Hauptbahnhof. Und da ist also schon immer was los. So, wir schieben den Zug jetzt mal da nach hinten in die Bahnhofshalle.
Wir sind da auf der Route Zürich-Olten unterwegs von B42 Rail. Und es ist leider so, dass die Türen hier am Hauptbahnhof in Zürich immer noch nicht funktionieren. Das heißt, man kann keine Türen öffnen. Da ist der Ersteller irgendwie noch dran am rauszufinden, warum das so ist. Aber bis dato ist da noch kein Update da, das uns eben das ermöglichen würde, die Türen zu öffnen. Ihr hört, da ist immer was los am. Da fährt ein und aus und ein und aus. So, unsere Abfahrt ist in rund dann 8 Minuten. Also wir haben jetzt dann auch noch Zeit, kurz mal den Bahnhof anzuschauen. Zürich Hauptbahnhof. So, ich gehe dann mal wieder kurz in Lok, setze den Zug nach vorne wieder. Mach das Niedriglicht ein. Genau, dann passt das so in etwa. Unsere Zuglok ist eine RE460. Ihr seht da die Kennzahlen ist die 093-8 haben wir heute zu bedienen. Es ist die Lok von Rivet Games Design. Das ist jetzt nicht die von Mercell von Trainworks. Das sind dann die Sachen von Trainworks darüber. Da kommt auch schon wieder was. Das ist übrigens der Streckenabschnitt, der in Richtung Zürichsee geht. Also da würde man dann durchfahren für in Richtung Chur, Luzern, also in die Innerschweiz. Da hier durch geht es geradeaus Richtung Bern-Olten, also Olten-Bern, so wie wir dann fahren. Oder dann oben drüber geht es, da wo jetzt ein Zug herkommt. Sieht man da oben gerade. Da kommt man vom Zürich Flughafen Oerlikon in die Richtung Ostschweiz. Das ist die alte Strecke gewesen. Also wenn ich sage alte Strecke, bis es einfach die Durchgangsstrecke gab. Die Durchgangsstrecke geht dann da unten durch und geht dann unter Zürich durch und unter dem See durch und kommt dann irgendwo wieder in den Teil, den der Zug hier sonst gefahren ist. Genau, also das ist Zürich Hauptbahnhof. In meinen Augen gut getroffen. Also was das Ambiente betrifft. Was man halt einfach so nachbauen konnte. Mit diesen zwei Hochhäusern, die sind auch da, der Prime Tower da in Zürich. Da seht ihr den anderen Zug, der vorhin da oben durchgefahren ist. Wir können eigentlich noch kurz rumfliegen. Ich hoffe einfach, dass die Karte das mitmacht. Da kommt wieder einer von der Seite von Chur. Und hier ist dann eben die Streckenüberführung, wo man dann Richtung Zürich Flughafen Oerlikon fahren würde. Genau. Und das ist Zürich Hauptbahnhof. Also wirklich gut getroffen. Achso, wir könnten noch kurz nach hinten fliegen, in die Bahnhofshalle selber.
ist in meinen Augen auch gut getroffen. Da mit den ganzen Peron-Anlagen und den ganzen Sachen, die es da zu bewundern gibt. Da ist die große Bahnhofshalle, die ist soweit eigentlich auch gut nachgebaut. Die riesen Anzeigetafeln für den Fernverkehr und den S-Bahn-Verkehr, das passt eigentlich auch alles. Genau, also das finde ich recht gut gemacht. Und auch in Zürich hat es Leute, die dauernd auf die Uhr schauen. Ja, das ist halt die Metropole Zürich. Der Bahnhof ist übrigens ja, eben S-Bahn, Fernverkehr, es hat etwas Güterverkehr, aber es ist dann mehr da draußen im Limmat-Talbereich. Dort ist der Güterverkehr zu Hause, weniger jetzt hier im Bahnhofsgebäude selber. Die zweite Durchmesserlinie, die wurde ja unlängst in Betrieb genommen, also das heißt jetzt eben, dass da unten durchgefahren wird. Und der Bahnhof selber, der ist eigentlich seit 1800, mal kurz schauen, seit 1847 im August wurde der eröffnet. Hat eigentlich 26 Gleise oberirdisch. Sind 16 und unterirdisch sind 4 in der Löwenstraße, 4 in der Museumstraße. Ich habe jetzt vorhin Quatsch erzählt. Das ist die Museumstraße, die da hochkommt. Genau. Und wie gesagt, ist der Ausgangspunkt heute für unseren Nightjet, den wir da von Zürich über Aarau, wo wir kurz halten, dann eben nicht direkt nach Olten, sondern ins Verbindungsgleis in Richtung Basel bringen werden. Nightjet nach Hamburg-Altona, Berlin-Ostbahnhof. So, wir fordern die Ausfahrt an, das hat geklappt. Dann würde ich eigentlich sagen, ziehe noch die Lokbremse kurz an. Und wir machen unsere Ausfahrt auch mit etwa 30, bis wir hier über das Gröbste hinweg sind. Schauen wir, ha? Dann machen wir uns auf den Weg. Ja, täglich bis zu 3000 Züge. Das ist eine ganz stattliche Anzahl, die hier auch abgefertigt werden muss und behandelt und hier sehen wir das Rangierstellwerk, das Zentralstellwerk in Zürich.
Zup funktioniert leider hier auch nicht auf diesem Zug beziehungsweise auf dieser Linie, weil es eben eine Rivet Games Lok ist und die hat irgendwie keine Lust, sich hier von diesem Signalsystem da beeindrucken zu lassen. Deshalb kann ich das hier nicht nutzen. Die Train Works Lokomotiven und Fahrzeuge, die reagieren auf die Zug. Das war die SIFA. Die habe ich einschalten können. Und so machen wir uns da jetzt auf den Weg. Also das Ausfahren mit 40 wäre zu gewagt, weil das doch da zum Teil doch ziemlich eng ist und ja. Ich bin da jetzt eher etwas der Vorsichtige. Und wenn wir dann aus dem weichen Bereich raus sind, dann können wir dann den Zug auch entsprechend beschleunigen. Es flimmert und zuppelt etwas hier in Zürich. Ist halt sehr, sehr performance-lastig. Da zur Rechten ist die Zürich-Hardbrücke. Vor allem für den S-Bahn-Dienst. Können wir da jetzt die Leistung langsam aufschalten. Da rechts seht ihr das Orange M, die Migros, ein sehr großer Detailhändler, also nebst Coop der größte Detailhändler hier in der Schweiz, also Migros und Coop. Die bestreiten eigentlich unseren Detailmarkt hier in der Schweiz, nebst Aldi und Lidl, aber lange Zeit war die Migros da vorherrschend. Die Migros hat den Sitz hier in Zürich und Coop wird in der Region Basel quasi geführt. Aber das sind eigentlich die zwei Detailhändler, die unser Land bestimmen. So. 120 dürfen wir da jetzt rauschen. Gleisanlagen, wo das Auge hinreicht.
Und wenn da jetzt noch überall was abgestellt wäre, würde es vermutlich ganz schön zuppeln. Genau. Der KISS ist hier auch viel anzutreffen, auch als Regional Express zwischen Bern und Zürich. Der fährt dann über die alte Strecke, also nicht über die Neubaustrecke, und bedient dann die größeren Ortschaften wie Langenthal, Burgdorf. Herzogenbuchsee ist auch noch ein Halt. Oder dann eben Olten, Aarau, Lenzburg. Ich bleibe jetzt, glaube ich, bei diesen 120, weil es mich eigentlich genügend schnell dünkt. Schlieren oder Schlieren. Ja, die Strecke Bern-Zürich, die wird im Halbstundentakt vom Intercity bedient. Das heißt also, man kann alle halbe Stunde von Bern nach Zürich fahren und die Fahrzeit ist mittlerweile unter einer Stunde, also knapp 58 Minuten. Also das schafft man mit dem Auto nicht mehr. Und wir haben auch sehr viele Leute aus Zürich, die nach Bern pendeln, weil die ganze Bundesregierung ja in Bern ist. Die Bundesämter und alles das. Die haben dann schon einen massiv kürzeren Anfahrtsweg als früher, wo das ja fast bis zu einer Stunde 20, Stunde 25 ging. Dietikon. Alles noch Vororte von Zürich. Auch da Bahngeleise, wo das Auge hinschaut, und Umschlagsplätze. Und da beginnt jetzt der große Bahnhof, also auch Rangierbahnhof, das Limmatfeld. Das ist eine Riesenanlage. Wenn wir da nach drüben schauen, wo die Güterzüge bereitgestellt, umgestellt, neu zusammengestellt und was auch alles werden, das ist geschieht hier im Limmat. Rangierbahnhof Limmat. So, und wir fahren da jetzt oben drüber und wechseln so eigentlich ganz elegant die Seite. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite der bisherigen Trassen.
Und in der Schweiz wird ja links gefahren, das heißt, im Zug fährt man links, auf der Straße fährt man rechts. Also da muss man sich dann schon immer gut bewusst sein. Also wenn ich fahre ja nicht im wirklichen Leben im Zug als Triebfahrzeugführer. Aber da auf der rechten Seite ist die Autobahn Bern-Zürich, die A1. Da sieht man eben, dass die Autos rechts fahren und wir hier im Zug links. Das ist die Ausfahrt vom Rangierfeld da, von der Limmat her. Und hier in Kielwangen Spreitenbach, da trennt sich jetzt auch die Streckenführung. Wir werden jetzt da links weggehen in den Umfahrungstunnel und rechter Hand gehen die, also so halb rechts, geht die Streckenführung Richtung Badenbruck, wo ja auf dieser Strecke auch mit drauf ist. Da sehen wir das jetzt unten durch und oben kommt eine S-Bahn. Und wir verschwinden da jetzt im Tunnel. Da kann ich derweil kurz die Karte zeigen, wo wir uns befinden. Aktuell. Das wäre eben der Zweig über Badenbruck. Da, der kommt dann wieder hier in Rupperswil mit rein. Hier ist das ganze Limmatfeld, das wir gesehen haben. Hier hinten da der Zürcher Hauptbahnhof mit dem Abzweig Richtung Zürich-Oerlikon, da Richtung Zürichsee, Chur, Luzern. Und das ist eine Riesenstrecke bis da unten nach Olten. Ein Kollege. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich glücklich, dass diese Strecke gebaut wurde und der Erbauer hat ja im Ursprung vorgehabt, bis nach Bern zu bauen. Das wird er dann vermutlich auch noch machen, aber einfach in einem weiteren Schnitt, weil diese Strecke von Zürich bis nach Olten hat auch schon seine Zeit beansprucht und das ist eine riesen, riesen Arbeit, die da geleistet worden ist. Schutzstrecke kann ich hier jetzt auch nicht bedienen. Da wäre jetzt eine Schutzstrecke gewesen. In der Schweiz, habt ihr gesehen, ist das das gelbe Signal. In Deutschland und so ist es meistens das blaue. Und hier bei uns ist es jetzt weiß, grün, grün. Quatsch. Gelb, wollte ich sagen. Ja, das wird dann auch noch spannend, wenn es dann mal weitergeht von Olten in Richtung Bern. Dann haben wir eigentlich die Stammstrecke, die ja, Bern und Zürich verbindet hätten wir dann. Und dann geht es ja dann weiter von Bern in Richtung Freiburg, also Fribourg, runter über Lausanne bis nach Genf.
ans andere Ende der Schweiz, in den Westen, in die Welt, also französisch sprechende Schweiz. Bremsen da etwas runter. Sind schon rechte Geschwindigkeiten, die da durch die Bahnhöfe geschehen. Also ich habe da immer einen Heidenrespekt, wenn da so Züge durchrauschen. Gerade wenn so Leute an den Perron Enden rumstehen oder zu nahe am Gleis. Das kann dann schon durch den Sog extreme Wirbel geben. Da rechts würde es zu Stecke gehen nach Baden auch. Lupfig. Hier ist es jetzt nicht ganz getroffen. Normalerweise würde diese Strecke da rechts, die würde eigentlich geradeaus gehen. Und hier würden wir eine Steigung machen, also eine Überführung. Es ist, also stimmt eigentlich, also es gibt eine Überführung, aber wir sind hier jetzt praktisch, ja, ich sage jetzt fast eben, und das ist eine Absenkung. Da geht es dann weiter in Richtung Zürich, in Richtung Luzern. Also in der Schweiz. Und ja, das ist so ein Dreieck da. Wenn wir da nach, mal schauen, auch für den Güterverkehr, der geht dann dort runter in Richtung Zentralschweiz. Und wir machen uns jetzt da auf in Richtung Lenzburg. Ich muss die etwas öfter drücken, dass die nicht immer da zu quietschen beginnt. Der Bahnhof Lenzburg. Finden wir uns jetzt schon im Kanton Aargau. Und da links weg hier geht die Seetallinie. Das ist dann eine Linie, die schlussendlich auch in Luzern endet. Eine mehrheitlich einspurige Strecke, die durch das Seetal, das sogenannte, in Richtung Luzern geht. Eine einspurige Strecke. Hat auch noch sehr viele unbewachte Bahnübergänge, wo es da um Häuser umschlängelt und so. Also auch touristisch eigentlich eine sehr schöne Strecke. Und ich dachte eben auch schon, dass Rivet Games vielleicht einmal diese Strecke nachbauen würde. Ist eigentlich etwas à la Lake Constance, also die Schaffhausen-Kreuzlingen-Strecke. Mal sehen, vielleicht finden Sie ja den Geschmack und bauen da noch etwas. So,
nach Rupperswil und da in Rupperswil kommt jetzt von der linken Seite beziehungsweise unten durch da von der rechten Seite die Einmündung von Badenbruck her. Und dann sind die beiden Strecken jetzt wieder vereint. Rupperswil auch bekannt für den Schweizer Zucker, die Zuckerfabriken Rupperswil oder Frauenfeld haben wir ja, und eine davon ist eben hier in Rupperswil, wo die Zuckerrüben dann auch zu Zucker verarbeitet werden. So, und jetzt geht es da viergleisig in Richtung Aarau. Ja, es ist eine der wenigen Stellen, wo so viel oder über lange Distanz da viergleisig gefahren wird. In England ist ja das schon noch verbreiteter oder auch in Deutschland, wo man die Schnellfahrstrecke hat und dann eben die S-Bahn bzw. die Regionalbahnstrecken parallel. Aber bei uns sind halt die Platzverhältnisse auch etwas beschränkt. Aber da jetzt zwischen Rupperswil und Aarau ist das Ganze viergleisig. Aarau, die Hauptstadt des Kantons Aargau. Da haben wir auch etwas Nebenbahnen noch, die hier auch enden. Die Wienental-Surrentalbahn kommt hier nach Aarau. Auch im Meterspurbereich. So, das wäre also Aarau. Der wurde auch komplett umgebaut. Der Bahnhof da. Hier gehen die Türen auf. Ups, wo sind wir denn da? Voilà. Das wäre also der Bahnhof Aarau.
Hier ist eben die Meterspurbahn, die ich erwähnt habe, die hier auch ein- und ausfährt. Ist hier einfach angedeutet. Aber ansonsten ist es auch ein ziemlich wichtiger Knotenpunkt Aarau. Da war früher sogar einmal die Bundesregierung zu Hause. Aber es ist schon lange her. Und Aarau hat auch für mich eine Bedeutung. Früher war es so, als ich in der Berufslehre war, musste ich hier in Aarau meine Berufsschule besuchen. Das heißt, ich musste also von Bern nach Aarau pendeln. Und da war ich jeweils hier in Aarau in der Schule. Und das dauerte von Bern aus gerade eine Stunde, weil damals gab es die Bahn 2000 noch nicht, die Schnellfahrstrecke. Das war in den 80er Jahren. Und da bin ich jeden Montag, bin ich jeweils kurz vor 9 hier in Aarau angekommen. Und musste dann innerhalb von 7 Minuten runterspringen ins Schulhaus. Und am Abend dann wieder nach Hause. Unausweichlich, die Siva ist immer mit am Start. Da vereinen sich die Gleise jetzt dann wieder. Und wir sind dann wieder zweispurig unterwegs. Richtung Schönenwert. Es ist wirklich toll, dass man so solche Strecken auch fahren kann in der Schweiz da. Und ihr habt gesehen, mit 125 groß war das angeschrieben, das ist die Geschwindigkeit und ab dieser schraffierten Fläche muss die signalisierte Geschwindigkeit eingehalten werden. Das ist dann das Zeichen, ab diesem Zeitpunkt beginnt das Signalisierte. Und hier ist auch noch was Geschichtsträchtiges. Da beim Bahnhof Schönenwert gab es früher ein berühmtes Schuhhaus, Balli, eine berühmte Schuhmarke in der Schweiz. Leider auch nicht mehr. Da haben wir 90 signalisiert. Es reagiert leider auch nicht, die ZUB. Das ist etwas schade. Aber ich bin in der Hoffnung, dass wir noch das gefixt bekommen.
werden jetzt dann drei grüne Lichter sehen. Das ist der Begriff für 90. Mit der Fahrt frei weiterhin. Wir werden da nämlich den Däniken jetzt einen Gleiswechsel machen und uns schon vorbereiten, dass wir dann aufs Verbindungsgleis in Richtung Basel einbiegen können. Und hier zwischen Däniken und Dulliken ist auch noch so etwas Spannendes. Da ist da auf der rechten Seite, auf der linken Seite ein Privatmann, oder ich bin nicht ganz sicher, doch ich denke ein Privatmann, also ein wohlhabender Privatmann, hat sich ein Kampfflugzeug also gekauft von der Schweizer Armee, eine Venom. Früher war das unsere Kampfstaffel, die Venom. Und er hat die da in seinem Garten ausgestellt. Und da, wenn wir mit dem Zug durchgefahren sind, konnten wir diese Venom im Garten beobachten. Die steht heute noch dort. Ist hier jetzt leider nicht umgesetzt, aber das ist ein kleines Detail. Das weiß man so ja nicht. Genau, dann kann ich da schon wieder etwas Leistung aufschalten. Hier bei diesem Gebäude, da gibt es eine Anlage, wo diese Venom aufgestellt ist. So wie im Sturzflug sieht es aus. Wirklich noch cool gemacht. Ja, die SIFA. So, und jetzt sind wir da definitiv drüben. Ja, der Bruderus Heiztechnik, den haben wir jetzt schon zigmal gesehen. Also das ist halt der Nachteil solcher Gebäude. Auch den Limmatdruck, den gibt es ein paar Mal. Es gibt den Limmatdruck, das stimmt. Aber es gibt ihn natürlich nicht so oft, wie man jetzt das hier auf der Strecke die Gebäude sieht. Das ist halt dann der Kompromiss für die Signalisation von Gebäuden oder die Anzeige von Gebäuden. Wir haben hier wieder 90 auf dem Signalbild. Und wir werden jetzt da eben nach rechts ins Verbindungsgleis wechseln. Also wir werden den Bahnhof Olten da links liegen lassen und direkt über die Aare fahren in Richtung Sissach-Liestal, Basel. Also hier geht es jetzt nach Olten rein, in den Hauptbahnhof von Olten. Und das hier ist jetzt eben die Verbindungsstrecke. Wenn wir das kurz mal anschauen da. Genau, da geht es nach Olten rein und wir fahren jetzt da quasi so in einem Dreieck in Richtung Basel. Wenn die Strecke dann jetzt eben noch weitergehen würde, würden wir dann irgendwo mal später in Basel landen. Basel SBB zuerst natürlich, bevor es dann wiederum mit einem Kopf machen in Richtung Basel
Badischer Bahnhof gehen würde. So, ich bremse da jetzt mal ab über der Aare. Wir würden da jetzt im Tunnel verschwinden und das war's denn eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich fliege jetzt da noch kurz raus. Wir können da vielleicht noch kurz nach Olten schauen, das Rangierfeld von Olten, die Werkstätten von Olten, da ist auch, wird viel auch revidiert und so, und da hier ist dann der Hauptbahnhof von Olten. Die Anlage, wo es dann weitergeht in Richtung Bern. Ja, das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht auf der Stammstrecke von Zürich nach Olten. Heute mit der RE460 und dem Nightjet, der jetzt weiter nach Hamburg-Altona fahren wird. Es war schön, wart ihr meine Gäste. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir zuschaut. Und ich freue mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, mit Don Matteo unterwegs. Tschüss, macht's gut und bleibt gesund.